I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite enter my veins. Never did I wanna be here again, and I don't remember why I came. Endlich ist es wieder soweit. Wir sind am Start einer weiteren spannenden Formel-1-Saison. In den letzten Wochen gab es viele Diskussionen, aber all das kann man jetzt vergessen, denn jetzt wird es ernst. Die Boliden werden an ihren Platz gebracht und gleich wird hier wieder um Punkte gekämpft. Willkommen also zur neuen Saison und zum großen Preis von Australien. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Kann Mercedes den Kampf um seinen 7. Konstrukteurstitel in Folge mit einem Sieg beginnen? Oder können Ferrari oder Red Bull sich früh einen Vorteil sichern? Und wie schnell kann das neue Team sich bei den 22 Boliden am Start einen guten Platz erkämpfen? Es gibt viel zu diskutieren, Stefan, und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Ja, Heiko, es war ein langer Winter und es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Ich glaube, wir werden wieder die üblichen Verdächtigen um die Führung kämpfen sehen. Aber zu Beginn einer neuen Saison gibt es immer die einen oder anderen Startprobleme. Und wer die am besten im Griff hat, wird heute im Vorteil sein. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, dass es in dieser Saison 11 Teams gibt und das neue Team hat, man glaubt es kaum, einen Besitzer, der gleichzeitig Fahrer ist. So etwas haben wir in der Formel 1 seit Hector Rebaken nicht mehr gesehen und das ist über 40 Jahre her. Wie schlägt sich das Team bis jetzt? Seit angekündigt wurde, dass sie teilnehmen, gab es Zweifel daran, dass ein Rennstall wie dieser hier bestehen kann. Und es war bis jetzt wirklich eine Feuerprobe für sie. Ich hoffe, sie finden weiter genügend Geldgeber und schaffen es auch ein bisschen schneller zu werden. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Hamilton, Sebastian Vettel und Albon, Ricciardo, Ocon, Norris und Pierre Gasly, Perez, Stroll, Romain Grosjean und Raikkonen. Sainz Junior, er hat eine Gridstrafe erhalten. Quert, Kevin Magnussen und Wolf, Giovinazzi, Russell, Alesi und Nicolas Latifi. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu steigen.